weiter mit dem dritten Teil des Let's Plays mit dem maximalen Gold. Ich hatte jetzt eben ein wenig, weil den Sand brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich jetzt diesen Eisen gefunden. Das ist schon mal ganz gut. Den Sand muss ich auch noch ein bisschen benutzen. Und jetzt habe ich immerhin 8 Eisen. Damit kann ich jetzt meine Eisenspitzhacke bauen. Also eine Eisenspitzhacke und dann noch eine Schere, um das scharf zu scheren. Und vielleicht 3 Wolle. Ist mir das Schaf wichtiger als das Gold. Eine Schere. Hat den Erfolg Schmiedekunst erzielt. Das ist das Schiff. Das Schaf. Und es hat mir direkt 3 Wolle gegeben. Das heißt, ich kann ein Bett machen. Juhu, juhu. Ich kann mir ein Bett machen. Eisen muss jetzt nur noch fertig brennen. Würde jetzt nicht mehr lange dauern. Zack. Können wir so rüberziehen. Finde ich auch ganz gut. Ich werde aber erstmal hier den Boden rausreißen, sage ich mal. Na, da soll es nicht hin. Dann packe ich dann hier Birkenholz rein. Also nicht das rohe Birkenholz, sondern die Birkenholzbretter. Ich habe ja hier Birkenholz. So, mit dem Birkenholz. Ein bisschen Abwechslung und dann noch ein bisschen mehr rausmachen. Hier kommen Birkenholzbretter hin. Zack, und da auch. Jetzt habe ich die Birkenholztür rausgemacht, aber das macht nichts. Gar nicht. Diese Axt geht schneller. So, das Eisen ist fertig. Jetzt kann ich mir eine Eisenspitzhacke machen. So, Eisenspitzhacke und die 3 Eisenbarren zusammen. Eisenspitzhacke, Schwert. Jetzt mal wieder in Ordnung reinschaffen hier. Zack, weg, weg. Eichenholz nicht mit. Granit brauche ich nicht, Kies brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht. Bett, das brauche ich nicht. Dann Eisenbahn brauche ich auch gerade nicht. Und das Rest würde ich jetzt mit. Dann die Schere brauche ich jetzt auch im Moment nicht. Hier schon mal ein Bett platzieren, dann kann ich dann schlafen. Und dann bin ich auch gut, dass ich dann wieder rauskomme, wenn ich sterbe. Und was kann ich jetzt machen? Was soll ich mal? Also die Eisenpizzacke lasse ich erstmal. Grabe mich da bei der Mine, die ich da hinten hingebaut habe. Erstmal nach unten, bis ich auf Diamanthöhe oder so. Oh, noch ein Schaf. Oder ist das nur ein Schaf? Da sind 2 Minen, aber nur ein Schaf. Oder wie ist das? Scheint nur das eine Schaf zu sein. Oder ist hier gerade ein zweites Schaf gespawnt? Vielleicht liegt das daran, dass sie einfach hier Fackeln gemacht haben, dass vielleicht auch hier ein paar Tiere spawnen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Damit man die nicht unbedingt anfangs züchten muss, weil sonst hat man nämlich immer ein Nahrungsproblem anfangs. Sehe ich hier auch. Jetzt brauche ich hier das Gold auch nicht mehr auszuweichen. Da ich jetzt eine Eisenspitzhacke habe. Und jetzt. So. Brauche ich das Gold nicht mehr ausweichen. Kann nämlich ja direkt hier runtergraben. So. Bin ich jetzt fürs Gold gerüstet. Eigentlich sollte ich jetzt nur die Goldvorkommen abgraben. Natürlich noch relativ wertvoll, das Eisen, da ich das einzigste Vorkommen war. Ganz viel Gold. Dafür werde ich auch bestimmt immens Brennmaterial brauchen, um vielleicht sogar eine Goldblockpyramide zu bauen. Weil wenn ich ein paar 500 oder so angekommen bin, eine Goldblockpyramide. Habe ich auch noch nie gesehen.
im Survival-Modus dann eine Goldblock-Pyramide zu bauen. Kann ich nochmal diesen Zweierweg weiter graben. Taucht wieder Kohle auf, aber die ignoriere ich erst einmal. Ich muss natürlich dadurch zwischengraben, das ist eigentlich ganz gut. Dann kriege ich nämlich trotzdem die Kohle, obwohl ich sie jetzt ignoriere. Also wenn ich sie nicht ignorieren würde, hätte ich auch die Blöcke da unten, würde ich dann weggraben, wenn ich sie nicht, das Vorkommen nicht ignorieren würde. Ich habe jetzt schon fast, jetzt schon 7 Level. Gleich voll. Na, jetzt noch nicht ganz, aber 6 und der Balken ist voll, das heißt 7 ist jetzt gleich da. Ich könnte dann eigentlich gleich auch gucken, wo Slime-Chunks sind. Und würde dann die Koordinaten sagen. Oh, schon wieder Gold. Ganz schön großes Vorkommen hier. Wieder Gold. Y-Koordinate bin ich da. Ich bin jetzt bei 37. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis ich auf Diamantenhöhe bin. Für Gold muss ich eigentlich jetzt nicht runtergraben. Also Gold habe ich im Überfluss, aber trotzdem sind Spitzhacken oder sonstige Werkzeuge aus Gold nicht so gut. Da sie einfach sich schnell abnutzen. Ein Durability Wert von nur 33 haben. Und nächste erste Steinspitzhacke, oder schon eigentlich insgesamt die zweite schon kaputt gegangen. Und jetzt insgesamt dritte Steinspitzhacke, aber jetzt die zweite, die ich jetzt hier zum Minengraben nutze. Erste Steinspitzhacke habe ich noch oberflächlich etwas abgegraben. Die noch zu wertvoll, deswegen will ich jetzt keinen normalen Stein mit der Eisenspitzhacke abgraben, sondern nur das Gold. Das ignoriere ich jetzt auch erstmal, weil ich nämlich schnell unten sein will, da ein 10x10x5 großen Raum zu graben, wo dann Gänge in alle vier Richtungen abzweigen. Immer das Ganze da in der Mine durchgegraben habe. Inventar ist längst nicht voll durch die Truhe. Sieht man es immer relativ leer. Hier kriege ich auch schon Diorit und Andesit. Und bin ich gerade, ich bin jetzt bei 25. Also das linke ist glaube ich Andesit und das rechte ist Diorit. Wenn mich das täuscht, kann man leichter wechseln. Aber es macht es einfach spannender, unterirdisch zu graben. Das ist da, das ist Granit, was da auftaucht. Aber das kann man alles mit einer Holzspitzhacke abbauen. Aber Steinspitzhacken sind auch wertvoll. Oder nicht wertvoll, weil wertvoll sind die nicht, weil man die ja relativ leicht herstellen kann. Hunger geht schon wieder zu Neige. Macht einen hungrig Vitamin. 19, das heißt, da ist für 18 gerade nicht bis auf 14 runter. Welche Spitzhacke versagt auch schon gleich. Und schon wieder ein Goldvorkommen und Kohle daneben. Das war schon gesagt. 16, das heißt auf 2 Blöcke. Eisenspitzhacke 15 und da ist 14. Das heißt, da werde ich jetzt etwa so die 10 Blöcke weiter graben. So bis das
Goldvorkommen vorbei ist und dahinter der Insel vorbei und dann noch ein paar Blöcke weiter. Ist aber eine Menge Gold, was ich da kriegen kann. Also Spitzhacke kann hier alles zerschlagen. Ich bin jetzt bei 10 Minuten, das heißt noch Redstone. Dann brauche ich ja auch die Eisenspitzhacke. Mir versagt jetzt die zweite Steinspitzhacke. Na, ich werde dann so zweimal Eingänge reingraben. Aber es wäre eine Idee, wäre ein Creeper-Spawner zu erfinden. Dass es Dungeons mit Creeper-Spawnern gibt. Damit man sich Schießpulver farmen kann. Oh, ein kleiner Leck, aber hier habe ich mich erstmal hier 4 Blöcke rein. Habe ich erstmal diese. Habe ich dann sozusagen 4. An der anderen Seite auch 4 plus die. Plus diese 2 heißt es dann 10x10 Raum. Der 5 Blöcke hoch soll. Damit ich dann auf 2 verschiedenen Höhen dann graben kann, als Diamant. Also Redstone-Vorkommen scheint auch schon ganz gut zu sein. Ist auch schon relativ tief, wenn man hier sieht, wie ich da reingegraben habe. Muss ich da noch 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acht, neun, zehn. Fackel auf dem Boden. Das ist Gold. Ich dachte, das wäre Eisen. Eisen hätte ich mir dann natürlich geschnappt, weil Eisen ist jetzt das neue Gold, würde ich sagen. Gold wert, Eisen zu finden. Eigentlich ist es Kohle wert, hier Gold zu finden. Oder weniger als Kohle wert. So, gerade ist man hier im Gang. Ich habe erstmal auf der rechten Seite 5 Blöcke weit. Oder so weit wie die Spitzhacke noch kann. Oder euch mal schon das Muster zeigen, wie das dann aussehen soll. Dann noch hier diese vierte Ebene weg. Dann ist jetzt die dritte Ebene. Also dritte Breite. Und da soll hier ein Gang rein. Ah, ich muss es noch weitermachen. Und die, oh, ich habe mich gerade erschrocken, aber oh, ich kann jetzt hier so eine Werkbank. Eine Werkbank platzieren, wohin denn? Ich geh mal hier rein. Ich baue mal das Redstone ab hier. Wenn man das hier schon sieht. Dann nicht mehr gleich zögern, das abzubauen. Damit angesichts ist nicht zwei Spitzhacken. Sondern kommt das so in zweier Abständen. Ich glaube, der Raum muss ein bisschen größer als 10x10. Da würde sich der Gang nicht lohnen, das heißt hier, da habe ich dann einen rein, dann muss ich dann noch um einen weitergehen. Diese Strategie, die sagt schon, die braucht schon, da verpasst man eigentlich viele Blöcke. Das heißt, ich sehe diese Blöcke, sehe ich hier alle. Den hier sehe ich zwar nicht, den hier sehe ich zwar auch nicht, aber das ist nur ein ganz bisschen. Ich muss nur kurz husten, aber. Dann grabe ich mir jetzt in diese Richtung weiter. Versuch mal das gute Glück zu kriegen hier. Na, so viel Gold er hat, aber das nicht. Boah, sieh mal zu. Wir geraten noch in die Richtung weiter. Ein paar Minuten mal dahin in die Richtung graben, bis die Fackeln ausgehen.
Und schon wieder Gold. Jetzt bin ich jetzt noch nicht auf Gold scharf. Aber ich habe schon 40. Nein, ich bin jetzt Kohle. Ich höre erstmal auf hier zu graben, wenn mir die Fackeln ausgehen. Wieder Gold und Zombies. Vielleicht habe ich dann mal Glück, dass ich den Diamantvorkommen finde. Hier scheint erstmal kein Diamant zu sein. Hier Stein und Gold. Also, was man findet, ist Stein und Gold. Und auch etwas Kohle. Eisen, Redstone, Diamant. Und hier sind sowieso keine Smaragde. Sind selten. Kohle. Also Kohlevorkommen sind die zweitmeisten nach Gold in der Welt. Da ist nämlich schon wieder ein Goldvorkommen. Skelett. Wie sind. Scheint aber eine Höhle zu sein. Grabe ich ein bisschen in die Richtung, wo ich es höre. Noch nach vorne lauter. Vielleicht zwei Skelette oder so. Hier ist eine Höhle. Skelette sind bestimmt da hinten. Ich frage mich mal kurz in die Richtung rein. In den Gang. Oh, die Lava hier sind gut. Hier sind sie gar nicht. Wo sind die denn sonst? Soll ich sie laufen? Scheint mich zu sehen, aber ich sehe sie nicht. Erde scheint schon ganz gut zu sein. Was ich sie hier finde. Ich brauche erstmal wieder Sticks. Für ein Stack voll Fackeln. Und noch eine weitere Schaufel. Ja, habe ich noch eine. Scheint rechts von mir zu sein, also in der Richtung. Das scheint über mir zu sein. Kommt das von rechts? Werde ich wohl noch finden, Skelette. Wenn ich jetzt da Höhlen finde. Angesicht. Oh, hier ist er aber. Da ist ein Skelett. Das sind die beiden. Er versteckt sich da. Noch eins. Ich habe nicht das schnell genug das hier ausgewählt. Eisen, Gold, Zombies. Wow, was ist hier denn los? Zombies sind viel übermaß.
irgendwie hoch. Bam, das ist ein Küper ja hochgejagt. Explodiert. Ja, explodiert. Im Dungeon zu sein. Anscheinend ist hier. Ups, wo bin ich da hingelandet? Ich habe mich direkt geheben. Dort Zombies. Hier sind auch ein bisschen Slime, finde ich. Das ist ein Zombie-Dungeon hier. Ich werde sie laufen. Hier. Mal gucken, wo die herkommen. Bin schon wieder bei 21 Minuten Aufnahme, aber ich werde nicht das zu Ende machen, bevor ich wo die herkommen. Rechts von mir sind die. Da sind sie ja. Da sind sie ja. Ich muss einfach von den Zombies rausfahren. Hier ist sonst nichts. Zombies sind nicht schwer. Auf. Das haben wir hier durchgegraben. Irgendwie der Zombie. Ich soll sie laufen. Das ist noch bestimmt ein unerforschtes Höhlengebiet. Das da unten. Creeper. Skelett und noch ein Creeper. Ich soll jetzt zumachen. Ich will dort nicht kommen können. Na, ist noch falsch. Immer noch. Oh, noch mehr Zombies hier. Oh, hier ist alles los. Creeper hier noch folgen. War noch ein Creeper drin. So viele Zombies hier. Das ist der Wahnsinn. Aber nicht um Schwierigkeitsgrad, wie viele Zombies oder Skelette oder so spawnen. Das hängt vom Lichtlevel ab, aber nicht vom Schwierigkeitsgrad. Schwierigkeitsgrad stellt ein, wie hart die sind. Und wie viel Schaden die anrichten. Wie viele Herzen.
Kohle und Gold. Hier auch mal was anderes. Aber da ich schon jetzt 25 Minuten aufnehmen werde. Oh, Diamant! Diamant! Endlich! Und da habe ich Diamant, Diamant, Diamant. Jahu, Diamanten! Habe ich jetzt 6 Stück und 7 sogar. Damit werde ich den Part beenden. Bitte, also liken. Würde mich motivieren, weiter Videos zu machen, teilen. Macht uns bekannter und abonnieren, dann kriegt ihr weitere dieser Videos. Bis dann und ciao.